So, wo dürfen wir lang? Da. Gibt es irgendwas zum Bauen? Sonst muss man selber investieren. Dann investieren wir selber. Alles klar. Versuch mir zu merken, Linda. Sei mir nicht böse, wenn ich es mal wieder vergesse. Da. Plim. Doch, gibt's, okay. Es gibt ein Gemälde davon. Oh boy, ob ich das jetzt. Das werde ich niemals finden. Oder wiederfinden, eher. Never say never. Kommt das so hin? Oh, lieber nicht. Das endet nicht gut. Kurz warten. Reicht. So. Wie weit ist es weg? Oh mein Gott. Ja, hier ist ein Krog. Da hinten. Ich fotografiere, das war smart. Das war smart. Wow. Was mit ihm hier? Bitte hilf mir. Ah, Gerard, ich kann kaum glauben, dass mich hier überhaupt jemand gefunden hat. Ich verlor meine Freunde aus den Augen und als ich nach ihnen suchte, sind mir verdurst die Knie weich geworden. Falls du was davor hast, könntest du welche abgeben? Hier, ne? Moin, Dave, ich grüße dich. Hallo, Steffi. Du bist ein echter Lebensretter, danke. Man kann sie doch mal auf der Karte erkennen. Ah, ja, müsste ich einmal wissen, wie die aussehen, ne? Also im Baum bei den Krogs ist so ein Loch. Muss ich da rein? Ja. Ja, da muss so rein. Noch niemals in meinem ganzen Leben war ich so dankbar für eine Wasserfrucht. Damit komme ich gleich wieder auf die Beine. Ich werde gleich nach meinen Freunden Ausschau halten. Vielen, vielen Dank. Gerne. Oh, lol. Eine Nebenquest, wo man gar nicht wissen konnte, dass es die Nebenquest gibt. Kann das sein? Und er wird irgendwo sein. Einfach Goethe. Das Problem ist, wir fliegen jetzt gleich, ne? Gleiches Spiel wie eben. Kurz warten. Oh, dann vielen Dank für den Support. So. So. Hoffentlich klappt's. Ist nicht so hoch hier. Oh, okay. Ich kann mir auch vorstellen, dass jetzt gleich unser Gerät kaputt geht wegen der Zeit. Wie ein Profi fliegen wir hier durch. Wie ein Profi. Ja, das ist ein Krog. Müssen wir uns markieren eigentlich, ne? Machen wir. Oh, oh. Oh, oh. Oh, das mit dem Jasmin wusste ich nicht mehr, Linda. Das wusste ich nicht mehr. Kannst du nicht besiegen? Oh, das wusste ich nicht mehr. Was für ein Timing. Wie viel Glück kann man denn bitte haben? Hauptsache, wir stehen hier noch auf dem Lenkrad. Das wusste ich nicht mehr, Linda. Das hatte ich nicht auf dem Schirm. Laka, ja. Ja. Timing. Hast du eine Idee? Hast du viele Pfeile, Linda? Und Bombenpfeile? Sonst, wenn die Hände kommen, wegrennen und irgendwo man hoch kann. Die kommen dir nicht komplett hinterher. Irgendwann sind die einfach weg. Bis gleich, Max.
4. Dann renn einfach weg. Irgendwo hoch. Klettern geht auch. Bist du früh beim Lernen heute, Alina? So. Da haben wir es. Geschafft, dass ich jetzt mit einem besseren Gefühl aufhören kann. Sehr gut. Wichtig. Raurus-Segen. Fünfzehner Grundschaden. Wir haben alle Kisten. Vier Pfeile, ja. Dann nicht. Dann versuch wegzurennen. Irgendwann sind die Miasmen auch nicht mehr da. Die hauen dann ab. Und dann wird eigentlich nur noch auswendig lernen und nichts Neues mehr. Okay. Dann passt ja vielleicht, ne? Morgen, übermorgen. Plim. Jo, jetzt haben wir den Schrein auch. Ich habe, glaube ich, noch einen. Den aber habe ich schon benutzt, aber es kam Phantom Garndorf. Es kam Phantom Garndorf nicht? Wow, das kenne ich nicht. Das kenne ich noch nicht. Ich müsste eigentlich, glaube ich, noch irgendwo eine Markierung haben. Oder? 3. Hier ist eine, noch 2 irgendwo. Ja, bis jetzt immer. Okay. Wir waren einfach. Ach so. Okay, also wenn du die Hände gekillt hast, dann müsste er kommen. Hätte ich jetzt gesagt, das ist ein Muss. Und wenn du abhaust und du machst sie gar nicht kaputt. Dann kommt, glaube ich, Phantom Garndorf auch gar nicht. Oben rechts, danke. Mit Pfeile holen, genau. Sonst einfach wegrennen, Linda. Das klappt auf jeden Fall auch. Das dürfte klappen. Okay, hat sie kaputt gemacht. Habe ich richtig verstanden. Okay. Okay, das ist merkwürdig. Willkommen zurück, Pudding. Das Schild davon haben wir gemacht. Schön zusammengezimmert. Nur an bestimmten Stellen, okay. Was ist mit dem Phantom? Linda, ich muss dir sagen, wenn du die Hände besiegst, ist es noch nicht vorbei. Dann kommt noch ein Gegner. Hast du einen weiteren Plan heute? Wir machen noch die restlichen Schreine, die ich markiert habe. Und dann, weil es eben wieder aufgefallen ist, machen wir die Jägerrüstung. Das Haus rennt nicht weg. Bin ich eh nicht so ein Riesenfan von. Hätte dann vielleicht ein bisschen mehr Platz im Inventar, weil ihr meintet, man kann ja, glaube ich, auch Sachen abgeben, aufhängen, wie auch immer. Aber machen wir gleich Jäger. Also den Schrein noch, dann das andere Symbol gleich suchen. Und dann Jäger. Haus auch offline bauen, das ist auch nicht so spannend, ne? Da kommen wir nicht durch. Oh, Spiel. Ich mit Nintendo zu bauen und LP gezeigt. Okay, das will was heißen. Aber das sieht. Ja, stimmt. Phantom Garndorf ist schon eine Nervensäge. Kannst du den Sound bitte leiser machen? Wenn ich wüsste, wie.
Ist es so besser? Ist es so besser? Ist besser? Vielen Dank für den Follow. Ich kann noch leiser machen, dann habe ich rausgefunden, wie. Vielen Dank für den Support. Ist gut, okay. Vielen Dank für den Support. Hast du den Baum schon? Und er zeigt jeden Krog, okay. Das mit den Freunden finde ich echt zu langweilig. Lisa, danke für den Support. Hüt, hup. Was ist der Baum? Meistens Ende, okay, das ist was anderes. Das ist ein Let's Play, was ganz anderes. Ja, okay. Hut, hat und der Hit. Ist der Schreiner endlich. Jan, vielen Dank für den Follow. Ach so. Ach, okay. Okay, nevermind. Nevermind. Zeller, danke für den Support. Reichen 39 Pfeile, wenn du noch Donnerblumen hast, ja. Ja, so gut, Laura. Umso mehr hast du davon. Ich hab einfach eine Quest, die ihr nochmal lesen könntest. Mehr sage ich nicht. Okay, dann machen wir erstmal einen Schrein. Und dann gucken wir mal. Danke für den Tipp. Oh, ist ein Kanon? Hm. Jackie, ich grüße dich. Wie geht's dir? Rein in den Schrein. Du hast nur drei. Also wenn du wenig Donnerblumen hast, musst du halt ganz oft in die Augen von der Hand schießen, ne? Dann hebt wieder den Mut für den Baum auf. Ja. Oder hast du von den Fledermäusen sehr viele Augen? Versteckter Pfad. Dommerzei, oder? Schrein. Versteckter Pfad. Musste Hasenbabys fangen. Ach du Heilige. Wie viele? Ah so. Okay. Ah. Oh nein, jetzt tritt er ja nochmal. Nur zwei Elektronen. Da muss ich vielleicht noch ein bisschen besser vorbereiten. Leider nicht so leicht am Anfang. Ach doch, passt. Oh, lol. Ich muss aber verwinkeln und ich wollte die nicht die ganze Zeit jagen. Ja, okay, verständlich. Aber hat geklappt. Drei Stunden. Oh, es gibt noch eine Truhe. So, ja, passt, danke. Es gibt noch... Da ist eine Truhe. So. War dein Tag für den Montag sehr gut. Bin äußerst zufrieden. Ja, das ist hier genau das Richtige für mich, ne? Visionelles Denken, oder wie das heißt. Irgendwas mit Italien. Kann ich jetzt hier hin? Bin hier hoch? Und dann von hier. Ich kann nicht mal von hier schießen. Kann ich vielleicht. So? Ha!
Vielleicht damit. Ah, okay. Hat mir das irgendwas gebracht? Nein. Räumliches, visuelles Denken. Ja, irgendwas. Bei Frankreich. Rein wirst du lieben. Boah. Kann ich jetzt so auftreten? Oh, Gott sei Dank. Boah. Holzpfeil. Haben wir alle? Es gibt noch eine Truhe. Oh, da ist eine. Wo kommen wir denn da hin? Ah. Oh, das ist gut, ne? Können wir die so auftreten hier? Flink, sei jetzt nicht so einer. Klasse. Bringt gar nichts. Ich muss ja nochmal drehen, ne? Seid da oben. Tja, was würde mir das... Ich muss es halt drehen. Den hast du ohne Lösung auch nicht gepackt. Ah, warte mal. Wir sind hier oben, das ist schön. Das ist BOTW, das ist Tears of the Kingdom. Der Nachfolger von BOTW. Ja gut, aus dem Schrein hätte ich es jetzt geschafft, ne? So in die Kiste habe ich schon, ja. Ach so. Dann müsste ich den vielleicht drehen, dass der oben ist. Der ist aber nie oben, ne? Muss einmal gerade stehen. Jetzt steht er gerade, ne? Wow, jetzt komme ich nirgendwo hoch. Nur die, warte, wo ist die andere? Die habe ich. Da, die habe ich. Die habe ich, ja. Okay, also aus dem Schrein komme ich raus. Das Einzige, was mir noch einfällt, ich komme jetzt so nach oben. Und wenn ich oben bin, schaffe ich es dreimal da unten nach unten durchzuschießen. Wisst ihr, was ich meine? Draufspringen und Kiste öffnen. Konnte ich da drauf springen? Die ist auf, ne? Oh Gott, wie knapp. Komm ruhig. Nix macht er. Nix will er öffnen. Na, wie du, einen wunderschönen guten Abend. Vielen, vielen Dank für dein Follow. Ich grüße dich. Oh mein Gott, ja. Oh Gott. Und bleiben wir stehen? Oh Gott, wie dämlich. Oh mein Gott, wie dämlich. Vor die Kiste geht ja auch nicht, ne?
Ach, die geht dann hier hoch. Okay. Bleib da einfach stehen. Doch. Nein. Er will nicht. Jetzt kompliziert, ich glaube auch. So, pass auf. Ah ne, die ist ja auf. Wo ist die andere denn jetzt schon wieder? Ich hasse den Schrein. Ist die andere gar nicht? Oh, die kostet sich. Naja, dann, genau, ist okay. Unterbewusstsein wollte mir eine Nachricht geben. Ist okay, ist okay. Ist kein Problem. Der Schrein ist so teuer. Der Schrein ist so teuer. Oh Mann. Kein Problem, Leute. So, der ist jetzt da. Komme ich hier irgendwie hoch jetzt? Nee. Komme nicht hoch. Aber wir haben ihn mal gedreht. Ist doch schön. Bitte schön, das sind Kisten. Yes, eine fehlt mir noch. Eine fehlt mir noch. LOL. Okay. Das war mir nicht klar. Und wieder First Try. War mal das erste Mal. Okay. Für ein Schild. Für ein Schild. First Try wieder. Wieder beim allerersten Mal. Ja. Ja. Guter Schrein. Komm ich jetzt so hoch? Nee, ne? Ich muss wieder draußen was machen, ne? So, jetzt habe ich hier irgendwas gedreht. Komme ich hier irgendwo hoch? Nein. Wenn wir es noch einmal drehen, dann kommen wir hoch, ne? Haben wir alle? Wir haben alle. Aber es ist ein schöner Schein zur Abwechslung. Nur weil ich nicht gut kann, heißt ja nicht, dass es ein Scheiß ist. Kann ich ja nichts für. Ah, der schreit ja nichts für. Upp. So, einen Schrein haben wir noch. Dann Jäger! Und da haben wir jetzt wieder 8. Zwei Herzen. Entschuldigung. Zwei Herzen können wir uns gleich holen. Zwei Herzen. Hol Ausdauer. Waren wir hier vorne schon im Loch? Ach, stopp. Quest. Ausdauer, Mann. Quest. Quest, Quest, Quest. Das Marco-Move gemacht. Ja, rup. Rup, rup, rup. Mein Tipp, Mirakel, rup. Pudding? Glaub dir kein Wort. Ah, das glaube ich dir schon eher. TOTK oder BTW, das ist TOTK. Wir spielen gerade Tears of the Kingdom.
Und nützes Wissen. Von Pudding. Die einzigen Überlebenden beim Absturz der Raumfähre Columbia waren tausende Fadenwürmer, an denen die Auswirkungen der Schwerelosigkeit erforscht werden sollten. Fadenwürmer. Fadenwurm muss man sein. Was magst du lieber? Stand jetzt noch TOTK, finde ich besser als BOTW. Lost, Max. Was findest du besser? TOTK oder BOTW? Ist deine Meinung? Ein Lachanfall von Schülerinnen im damaligen Tanganyika war 1962 so ansteckend, dass mehrere Schulen für 6 Monate geschlossen werden mussten. Ellie, vielen Dank für den Support. Dankeschön. Ein Lachanfall. Episoden. Da vorne ist was, aber ich glaube, das ist ja nicht meiner, Lina, ne? Gerne, gerne. Danke. Du hast 6 Monate lang gelacht, falls du in... Wie heißt es nochmal? Tanganyika 1962 war's? Ja. Dann schon. So, erstmal wieder looten. Oh, ein Krog. Bumm. Quest oder Episode war jetzt beides nicht hier. Oh, hallo. Was nehmen wir denn? Nehmen wir was überhaupt? Ja, da musst du schon lesen. Ja gut, das sind jetzt so viele, die jetzt alle durchgehen. Oder kommt er? Skullshooter, ich grüße dich. Wie geht's dir? Okay, wichtig. Wenn Ganondorf, Phantom Ganon, von einer Klippe springt, spawnt er wieder neu. Gut zu wissen. Ach Mann, ich wollte ihn eigentlich jetzt gerade nochmal von der Klippe deuen. War gut. Hab ich einen Raum, ein Schiff verkauft, für alles ausgebaut, zur Heimbeschützung geschickt. Ah, für alles hast du eine Ausrede, Max. Für alles. Der Bogen ist halt echt nice von ihm, ne? Mittag mal um die 2. Labyrinthe gewohnt selber. Die Labyrinthe hast du gemacht. Das habe ich bei mir auch noch auf der Liste. Klingt ganz gut soweit. Oh, hallo! Ha! Okay. Den könnten wir gleich auch machen. Ich suche hier aber noch einen Krog. Ha! Wo ist der Krog? Eine Kiste habe ich hier noch nicht gefunden, ne? Wir sind noch am Suchen. Nach Krog und Co.
Ach komm. Lassen wir heute Hasi mal leben. Das ist eine Kiste. Oh wow. Naja. Besser als das auf jeden Fall. Wo ist der Kork? Blind? Du hast den Kork schon gesehen? Noch eine, okay. Weißt du, wohin die Hasen laufen? Oh, das weiß ich nicht. Jackie, danke für den Support. Es wurde selbst schon mal gesagt mit den Hasen, aber ich komme gerade nicht drauf. Bad Ems, vielen Dank fürs Folgen. Gibt's eine Höhle? Du warst gerade dort. Der Hase läuft zur Höhle? Da, wo ist der Hase hingelaufen? Nach hier? Ich war gerade bei der Höhle? Ist eine Höhle? Hase ist doch woanders hingelaufen. Doppelt blind. Was? Blind, blind. Andere Richtung ducken? Okay, pass auf. Ich finde sie jetzt gleich. Okay. Okay. Das, blind. Da war ein riesen Eingang. Entdeckt. Ah. Applaus. Halleluja. Grimmige Gottheit! Yo! Oh, krass. Schauen wir mal, was wird. Okay, nice. Ration, danke. Eine fehlt noch. Sag ja Quest, ja, ja. Das war das eine Rätsel. Easy. Ohne Chat, sofort gefunden. Ohne Hilfe. Sofort da. Weil der Hase läuft ja dahin. Weiß auch jeder. Was denkst du, wie lange Zelda noch geht? Und was war dein Plan? War dann schon mal... nach Zelda sofort auf jeden Fall Minecraft. Wie lange geht's, kann ich doch nicht einschätzen. Mindestens 1,5 Monate. Mindestens. Durch Zufall hat es gefunden. Ich habe sofort gesehen. Danke für eure Hilfe. Dieser Unterton. Ich habe es sofort gesehen. Also mir war das klar. Ich habe eben das hier alles gesehen und ja. Also wer das nicht sieht, Leute. Also. Wer da vorbei rennt zweimal, ich weiß auch nicht. Aha, das ist übrigens, ich zitiere, jetzt pass auf, ist das. Komm hier drauf. Habe ich nicht auf geachtet, Alina, nein. Hab ich nicht drauf geachtet. So, wir gehen hier durch. Mario. Stimmt, das könnte aber schon, was das letzte Rätsel ist, ja. Räuber Ramda schrieb Kehre in Gestalt der grimmigen Gottheit hier zurück. Okay. Damit dies gelingen kann, musst du drei Orte aussuchen. Die Schlafkammer auf der roten Zitadelle in Akala. Das müsste das hier sein, ne? Sowie des Totenschädels linkes Auge. Und auch den uralten Baumstumpf auf der Ebene von Hyrule. Jetzt hast du noch einen Teil der grimmigen Gottheit. Ein Teil des... es ist der Baum, der mir jetzt noch fehlt, ne? Der uralte Baumstumpf. Ja.
Der uralte Baumstumpf auf der Hyrule-Ebene. Die ist relativ klein, die Hyrule-Ebene, ne? Das ist nur das hier alles, ne? Nur hier komplett. Das kleine Action hier, ne? Steppi, vielen Dank fürs Folgen. Ja, das sind nur circa, wie viel ist das? 14 Hektar, 15 Hektar? Ja, das machen wir nach 10 Minuten. Plüm. Kann mir vielleicht sagen, wo genau das Rätsel war, wofür man alle vier Weisen brauchte? Ah, Alina regelt das schon sehr gut. 10 Quadratmeter. Ja, dafür bezahlt man in Berlin 800 Euro kalt. Wenn man BTW gespielt hat, kennt man das wohl. Uff, ja gut. Hätte ich doch vor TTK nochmal BOTW spielen sollen, ich weiß es nicht. Zu viel vergessen. Auf der Karte ist die Ebene von Hyrule. Hier. Weiß jetzt nicht, wie viel sich das erstreckt. Wenn das aufhört. Dann noch hier runter geht. Da so. Perfekt, wieder runtergefallen. Man müsste es auf der Map erahnen können. Wonach sieht hier nach einem Baumstamm aus, ne? Also wenn es halt noch hier reingeht, würde ich sagen, vergessenes Plateau. Wegen BOTW. Das wird schon Sinn machen. Geht noch dichter, ja. Oh, alter Baumstamm. War auch noch nicht dort okay, wie es aussieht. Ich weiß halt wirklich nicht, wonach ich schauen soll. Uralter Baumstamm. Monsterlager hier. Das ist ein Riesenwald. Da könnte es einen Baumstamm geben. Das sieht eigentlich aus wie ein kaputter Baumstamm, ne? Hat so die Form von der Link to the Past damals, die Bäume irgendwie. Daphonusberg. Komm mal, gehen wir uns das mal. Upp, gehen wir gleich hin. Jetzt so wollen sie doch... Ruhig bleiben. Ruhig bleiben. So. Hier ist gut raus. Wo ist der Krog? Krog, Krog, Krog. Hat, Hüt und der Jupp. Alle haben uns auf die Stirn zurecht, ja. Zurecht. Worauf achte ich jetzt? Dass irgendwas zum Kaputtmachen ist und Stoffen zum Rausziehen? Muss ich genau an den Ort hingehen, damit dieses Glitzern wiederkommt? Link, also ist kein Anwenderfehler, das ist ein Linkfehler, ne? Da ist es, ja, das meine ich. Steht ein echter Song, ach ja. War früher mal immer in der Show, cool. Ein Song. Ich bin mir nicht so sicher. Okay, es gibt nur den einen Krog hier auf der Seite, okay. Das ist echt fies. Ich finde alle, die dieses ja, Glitzern halt haben, die sind echt nicht einfach. Okay. Kurz die Seiten abspringen. Für einen
Rock. Aber. Glaubt nicht. Eigentlich hatte das die. Wir haben erstmal Schreine gemacht. Ich glaube, dann mache ich jetzt Grimmige Gottheit zu Ende. Ich glaube, das ist der alte Baum schon, wo wir gerade waren. Und dann machen wir Jägerrüstung zu Ende und dann gehen wir ins Jägerversteck. Puh. Da vorne ist ein Drache. Ah, komm. Krok? Ah, okay, das ist ein Rätsel. Machen kurz das Krok-Rätsel und töten wir einen Drachen. Dann Grimmige Gottheit, dann Jägerversteck. Wie nach dem Plan, ja, ja. Aber auch gerne zwischendurch ablenken lassen durch Krogs. Weil Krogs, das sind zu viele. Es sind zu viele. Mein Wetterplan sich ändert. Ich glaube, wir sind auch gerade an so einer Stelle. Sobald ich nicht gezielt Nebenquests mache, ist die Ablenkung halt mega viel. Muss aber auch. Weil die Crocs haben echt eine Priorität, weil es einfach wirklich zu viele sind. Und dann kommt die Ablenkung, ja. Ja. Wir müssen ja auch noch im Himmel so viel erkunden, ne? Aber ich meine, die Ablenkung halt durch die Crocs zum Beispiel ist auch ganz gut. Weil ich glaube, es wird relativ langweilig, wenn wir zum Schluss 3, 4, 5 Streams haben, wo wir nur Crocs suchen. Ja, es muss ja strukturiert sein. Also ein bisschen Struktur, also jetzt mal Spaß beiseite. Ein bisschen Struktur wäre halt gut. Aber ja, ist okay. Wir gehen komplett in die Vollen. Wir gehen komplett in die Vollen. Ihr kriegt jetzt erstmal ein paar Headshots. So. Ich kill mit Krogmaske. Es kann. Weil wir halt super stark sind. Wir haben eine 80er, haben wir. Rein in die 77. Bei Gewittermetall ist egal, wir sind Profi. Direkt wieder rein. Nicht atmen lassen, den Jungen. Runter mit dir. So, erstmal Waffe wechseln auf die 76er. Und Augen. Blitz mit Blitz bekämpfen ist auch super schlau. Runter mit dir. Kurz lächeln. So machen wir's. Ich habe schon wieder kein Foto gemacht. Mann. Wir haben das mit Marco gemacht. Lost, danke. Wir werden uns wiedersehen. Ich mache noch ein Foto von dir. Du bist nämlich eine Runde weiter.